Herzlich willkommen zur Gunpowder Community. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Schreckschusstest und zwar mit der Zoraki Modell 914. Und zwar bin ich da mal von einem meiner User von meinem YouTube-Channel gefragt worden, ob ich hier diese Perfekta Titan nicht mal in der Zoraki testen könnte. So, und das werde ich jetzt heute mal machen. Und zwar werde ich da mal zwei Magazine aus der Zoraki verschießen. Heißt 28 Schuss. Und dann werden wir mal gucken, wie die so in der Zoraki funktionieren. Gibt da ja unterschiedliche Meinungen von den Titanpatronen. Die einen sagen, ja, die sind nix. Zu viel Blindgänger. Oder was weiß ich. Wie gesagt, ich bin mit den Patronen eigentlich immer super zurechtgekommen, hatte da noch nie großartige Probleme mit gehabt. Und wie gesagt, jetzt werde ich die mal in der Zoraki testen. Mal zwei Magazine. Ja, und dann werden wir mal gucken. So. Da würde ich sagen, schauen wir mal. Schuss Perfekta Titan Munition aus der Zoraki 914. So, das war das erste Magazin. Und das zweite sehen wir gleich. Das zweite Magazin, 14 Schuss Titanmunition aus der Zoraki 914. Ja, tadellos. So, komme ich mal zu dem Fazit von dem Schusstest. Mich hat das Ganze jetzt hier wieder mehr als bestätigt. Also die Titanpatronen hier von Perfekta sind keineswegs verkehrt. Wie gesagt, ich hatte aber auch ehrlich gesagt wirklich noch nie irgendwelche Störungen mit den Patronen. Also ich weiß nicht, das wird bei den anderen wahrscheinlich eher an der Waffe liegen oder vielleicht, sage ich mal, eine schlechte Charge erwischt. Also ja, was soll ich sagen? In der Zoraki funktioniert sie tadellos. Ich habe noch einige andere Schreckschusswaffen, wo ich wirklich noch nie Probleme mit den Patronen hatte. Sie sind günstig. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wie gesagt, die Zoraki hat die Patronen wunderbar angenommen, schön ausgeworfen, keine Blindgänger, keine Auswurfstörungen. Also alles tipptopp. Die Zoraki nimmt so gut wie alles. So, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Divo.